Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute geht es weiter mit Need for Speed Heat. Wie ihr sehr oben rechts seht, habe ich ein bisschen Geld gefarmt und ein bisschen, ja, weiß ich, RP. Also, und wir brauchen halt für die Missions den 200, weiß ich nicht was, Wagen. Ja, dafür brauchte ich beides. Und ich habe ein bisschen nachgeguckt. Es gibt hier den Dodge Challenger SR T8 14 und den BMW M3 10er Version. Der Dodge ist aber besser von den Werten her. Deswegen taggen wir heute den Dodge Challenger. Ich habe jetzt ein paar Rennen gefahren. Ich kann euch die mal schnell einblenden. Wie ihr seht, war ich nicht immer Erster, aber ihr wundert bestimmt, mit welchem Wagen ich denn gefahren bin. Ja, ich habe mir für den Euro oder so mal dieses Snipe-Bundle oder so geholt, wie das heißt. Deswegen habe ich eine Corvette, einen BMW i8 Coupé und einen Mercedes AMG C63 als Random-Fahrzeug. Und der hatte am meisten Leistung, deswegen konnte ich die 200er Rennen fahren. Die anderen, die Wagen, die hier drin sind, die kennt ihr aus meinen kleinen Videos. Ja, als letzter hatten wir 175, ja, ist schon eine Steigerung von 10. Weiß ich nicht, was Wagen punkten oder so. Ah, wir können natürlich noch ein bisschen reintunen, um alles zu erhöhen. Zum Beispiel die Kurbelwelle könnte auf Pro Plus. Sind wir schon bei 91. Und also das Steuergerät könnten wir erhöhen. Sind wir bei 196. Kilo sind wir bei 201. Genauso wie, man könnte mal gucken, ob wir noch hier ein paar Driftteile bessere Federung einbauen. Ich weiß nicht, ob man dann eher auf, sagen wir, Straße und Drift haben wir gerade sehr, obwohl ich will das behalten. Gibt es hier Straße Drift? Ja, Straße Drift. Zieht die Punkte aber wieder runter, geht aber mehr darauf. Ich glaube, dann könnte man aber hier so auf 5-Gang-Getriebe gehen. Oder auf eins von den Dingern. Ich glaube, Bremsen, die Kupplung. Ist immer noch sehr wichtig. Bremsen nochmal erhöhen. Was sieht cleaner laufen. Also haben wir unser ganzes Geld ausgegeben. Ich würde sagen, da mit dem Auto die Möglichkeit besteht, die Missions zu fahren, fahren wir auch die Missions an. Wir sehen uns gleich dort. Wir fahren jetzt ein Rennen gegen Oscar, der von den Dream Killers ist. Anna ist ja noch verhindert, weil der Wagen noch immer gelaufen ist. Oh, der von BMW, wahrscheinlich hat Eier. Genau wie du. Schon eine leichte Bleibung mitgenommen. Richtig geil. Das ist aber ein Duellrennen, oder? Ja, das ist doch ein Duell. Just keep dropping it, like there's no stopping it. Don't work with it. La da 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 da. I'll just keep dropping it, like there's no stopping it. Don't work with it. La da 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 da. I'll just keep dropping it, dropping it, dropping it, dropping it, dropping it, dropping it, dropping it. I'll just keep dropping it.
Bin direkt in die Garage. Das war nur Glück. Darauf kannst du dich nicht immer verlassen. Fahr direkt in die Garage. Guck mal, die 17K. So kann's weitergehen. Du ein weißt, wo du hin musst. Dein nächster Gegner wartet schon. Beschleunigungsmäßig in Sachen. 3 von 3. Du kommst voran. 3 von 3? Wie es aussieht, kannst du dir jetzt neue Teile kaufen. Ich bin 14 geworden. Boah. Alles der AMG. Ein Porsche 718er Cayman GTS. Ich bleib ja im Dodge, der echt sehr gut. Hau da wirklich das Straßending sein. Sitze halt ein bisschen runter. Bessere Bereifung noch. Scheiß drauf, wird schon. Was zieht denn alles runter außer Straße rennen. Ach, wohl, das war sowieso das gerade. Oh, ich hab einen Sinn für Essen, oder? Okay, mit 3,6 Beschleunigung sollte nicht den Unterschied jetzt machen zu dem 3,7er. Dann machen wir andere Typen jetzt fertig. Na dann, gucken wir, wie die Upgrades sind und fangen die Inari. Please, a major.
Ja, Leute. Wir haben heute Nari und Oscar besiegt und beim Essen besiegen wir, wo ich Nari schon gegessen habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.